Es gibt eine ungewöhnliche Klasse am Trum Trum College. Alle Schüler sind jung. Aber heute wird sich ihr Leben ändern. Mr. Todd ruft zum Appell auf. Joey ist da. Rudy auch. Aber es gibt einen neuen Schüler. Alex. Wir haben den neuen noch nicht gesehen. Oder das neue Mädchen. Sagt Hallo, Jungs. Wir haben jetzt eine Frau in unserer Klasse. Schaut, wie glücklich sie ist, euch zu sehen. Toni mag Alex auf Anhieb. Er beschließt, der Erste zu sein, der mit ihr spricht. Also schickt er ihr einen Zettel. Die anderen Jungs sind nicht glücklich, dass er es geschafft hat, als Erster da zu sein. Toni schießt nie daneben. Er hat ein Kompliment gefangen. Die anderen Schüler wollen mithalten. Rudy will der zweite Typ sein, der einen Zettel an Alex weitergibt. Es ist ein Kompliment. Rudys Aktion lösen einen Zettelkrieg aus. Die arme Alex. Sie wird von einer Papierlawine überrollt. Leute, ihr geht zu weit. Alex braucht Freiraum. Das ist viel zu viel Aufmerksamkeit. Nach der Pause geht es Alex ein wenig besser. Aber alle Stifte von Toni und Jim sind komischerweise verschwunden. Während die Konkurrenz abgelenkt ist, nutzt Rudy das aus. Er hat was Besonderes für Alex. Da sind also alle Stifte. Rudy ist so raffiniert. Er macht alles, um Alex' Telefonnummer zu bekommen. Sie hätte sie ihm gegeben, aber die Stifte sind auch verschwunden. Das ist unhöflich. Alex wird aufgefordert, die Frage zu beantworten. Rudy will seine Tat gut machen und bietet seine Hand an. Oh, ein Gentleman. Er hat sie sogar zur Tafel gebracht. Alex ist überrascht. Aber sie hat keine Zeit für sowas. Sie muss die Aufgabe lösen. Sie ist toll in Mathe. Das ist richtig. Du kannst zurück auf deinen Platz. Toni betritt den Ring. So eine Aktion hat Alex noch nie erlebt, nachdem die Frage richtig beantwortet wurde. Joey will auch mitmachen. Er hat beschlossen, dass Alex ihn braucht und nicht umgekehrt. Alex ist so hungrig, aber Hilfe ist da. Joey ist auf dem Weg, um den Hunger zu vertreiben. Er weiß, wie man eine romantische Atmosphäre schafft und ein unvergessliches Mittag. Wow. 1:1 mit ihm selbst. Denn Joey ist total in sich selbst verliebt. Alex hat die Nase voll von den Jungs. Prüfungen sind immer stressig. Und Alex hat Probleme mit der Prüfung. Gut, dass sie neben Toni sitzt, der verrückt nach ihr ist. Thank you. Er gibt Alex alle Antworten des Tests. Sie ist ihm dankbar. Aber die Jungs im Hintergrund sind verwirrt. Sie dachten, es sei ein weiterer Liebesbrief. Und sie wollten Toni nachmachen. Alex denkt, dass es alles Testantworten sind. Aber stattdessen hat sie all die Komplimente bekommen, die sie gar nicht will. Leute, was für ein schlechter Zug. Zeit fürs Mittag. Toni geht in die Cafeteria, sobald er die Glocke hört. Also sind Rudy und Alex allein. Rudy, wozu brauchst du das Messer? Siehst du nicht, dass Alex Angst hat? Sie wird die Polizei rufen. Aber Rudy hatte doch nichts Schlimmes vor. Er wollte einfach nur ein Liebesgeständnis schreiben. Er sagt die Wahrheit. Aber das ist peinlich. Rudy hat einen Fehler gemacht. Er sollte das Gesetz lieben. Jetzt fühlt sich Alex peinlich. Alex kann sich nicht mal im Spind eine Pause gönnen.
Die Jungs lassen keine Gelegenheit aus, um mit ihr zu reden. Toni hat einen Valentinsgruß. Genau wie Rudi. Er ist nicht glücklich über Toni. Wow, Leute, lasst mich in Ruhe. Warum kämpfen über Karten? Auch Joey bekommt welche. Alex ist nicht beeindruckt. Und sie mag Joeys Narzissmus nicht. Toni ist Hals über Kopf in sie verliebt. Nichts kann ihn ablenken. Außer einem Rucksack. Alex hat den Rucksack vergessen. Er kann ihr nachjagen und ihr Herz mit der freundlichen Geste gewinnen. Aber Toni hat sich vertan. Das ist nicht Alex' Rucksack. Ihr Rucksack ist sicher im Spind. Aber der Besitzer des Rucksacks, den Toni sich geschnappt hat, macht sich Sorgen. Das ist Joeys Rucksack. Er war besorgt, dass er die Polizei gerufen hat. Er erstattet Anzeige wegen Diebstahl. Jetzt wird Toni in Schwierigkeiten geraten. Die Polizei ist involviert. Joey hat eine Geschichte über den verschwundenen Rucksack definitiv ausgeschmückt. Zeit fürs Mittag. Aber Alex hat ihr Essen zu Hause vergessen. Zum Glück hat Rudi einen Apfel. Und er würde sich freuen, ihn zu teilen. Wow, die Polizei beobachtet ihn. Er wollte doch nur den Donut teilen. Aber Rudi hat es missverstanden. Der Donut ist nicht für Alex. Er ist für die Polizei. Sei nicht traurig. Rudi hat noch einen Apfel. Aber Alex will nicht teilen. Toni, was ist hier los? Der Spind geht nicht auf? Lass Alex. Uff, es klemmt. Ist schon okay, Toni hilft dir. Sein Treffer hat den eigenen Spind geöffnet. Ach, Toni, das ist süß. Du musst dich nicht schämen, was du magst. Wir akzeptieren das. Alex kann das nachvollziehen. Literaturunterricht. Sie studieren Helden und Liebe. Aber die Klasse wurde getauscht. Trainer Quentin ist auf dem Feld und er will nicht Shakespeare lesen. Er braucht starke Schüler, die ihm helfen. Wow. Rudi wird das bestimmt schaffen. Aber wie wäre es mit Joey? Ja, er ist stark. Was ist mit Toni? Er ist nicht der stärkste Kerl. Alex auch. Vielleicht trainieren? Nein, nicht mit Bleistiften. Geschichtsunterricht. Macht eure Präsentation. Das Thema ist der berühmte Amerikaner. Alex ist überhaupt nicht bereit. Sie hat keine Präsentation vorbereitet. Joey beschließt, sie zu retten. Also opfert er sein Projekt. Über wen hat er es gemacht? Was für eine interessante Präsentation. Mr. Todd kann nicht verstehen, um wen es geht. Nun doch, Joey hat eine Präsentation über sich selbst gemacht. Joey hat den Status berühmter Amerikaner definitiv noch nicht verdient. Er hat die Aufgabe nicht erfüllt, also gibt's eine 6. Toni kann das nicht zulassen. Er wirft sich nach vorne und opfert seine eigene Präsentation wie ein echter Held. Alex wird seine Selbstlosigkeit nie vergessen. Die Gerechtigkeit siegt. Alex kann was essen. Sie war fast am Ziel, aber Toni hat alles ruiniert. Tonis Mutter denkt, dass Chips schlecht für dich sind. Und Toni will Alex kein ungesundes Essen essen lassen. Gut, dass Tonis Mom einen Salat für ihn gemacht hat. Alex' Magen ist gerettet. Aber sie ist nicht gerade glücklich. In Soda ist zu viel Zucker. Zum Glück haben wir eine Alternative. Schau einfach hier. Mr. Quentin braucht Hilfe mit Kisten. Alex, du wartest dort. Die Jungs wollen sie wirklich beeindrucken, also machen sie die ganze Arbeit. Niemand will vor ihr schwach aussehen. Und sie arbeiten doppelt so hart. Sie machen es toll. Aber Alex verdient auch Dankbarkeit. Sie hat sie inspiriert, hart zu arbeiten. Schließlich arbeitet Herr Todd den Fehler aus.
der dazu führte, dass Alex in die Jungenklasse kam. Jetzt kommt der neue Cass. Die Jungs sind enttäuscht. Hat euch die Geschichte von Alex und den Jungs gefallen? Schreibt uns in die Kommentare, welcher Charakter euch am besten gefallen hat. Und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, damit ihr kein neues Video von Trum Trum Trick verpasst.